Hallo, mein Name ist Oliver Skeide von InMoment, Director Consulting beim Unternehmen und bei InMoment schon mehr als 10 Jahre beschäftigt. Wir konzentrieren uns auf die Customer Experience und die Mitarbeiterzufriedenheit und da unterstütze ich Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchen von Pharma, Automobil, Finanzdienstleistung bis hin zu Maschinenbauern und anderen B2B-Firmen. Vom Standort in Wiesbaden aus arbeite sehr viel mit deutschen Kunden zusammen, aber eben auch sehr viel international mit den Kolleginnen und Kollegen aus England oder in den USA. Ja, wer ist InMoment? InMoment, vielleicht kennen Sie das Unternehmen noch unter dem früheren Namen Maritz Research oder Maritz X, ist ein weltweit führender Anbieter für Customer und Employee Experience. Das heißt, wir fokussieren uns auf Kundenerfahrung und Mitarbeitererfahrung, das schon seit mehr als 25 Jahren. Das heißt, wir sind Pionier in dem Bereich, weltweit tätig. Hauptsitz ist in den USA. In Deutschland haben wir 3 Büros in München, in Wiesbaden und in Hamburg. Im Kern bieten wir eine Softwareplattform an, die von der Datenerhebung bis hin zur Aktionsplanung und dem Nachverfolgen von unzufriedenen Mitarbeitern und Kunden auch alles automatisiert unterstützt. Aber was uns unterscheidet von anderen Anbietern im Bereich, ist, dass wir eben nicht nur Software zur Verfügung stellen, sondern auch das ganze Thema Implementierung, genauso wie eben auch ein fortlaufender Support für unsere Kunden, bis hin eben auch zur Beratung, was dann auch mein Thema ist, weil wir wissen, eine Software allein führt nicht zu einer Veränderung im Unternehmen oder bei der Kundenerfahrung. Und insofern ist das sehr, sehr vorteilhaft für unsere Kunden, alles aus einer Hand anzubieten und da eben diese Synergien zu bekommen. Oliver, erstmal vielen Dank, dass ihr uns bei der Shift CX unterstützt. Mit welchem Thema kommt ihr denn zur Veranstaltung? Ja, ein spannendes Thema dieses Mal. Ohne Strategie kein Erfolg. Wer sie nicht richtig kommuniziert, hat auch keinen. Das heißt, wir setzen an bei der Strategie, gehen aber weniger darauf ein, wie man eine erfolgreiche Strategie entwickelt, sondern vor allem, was ist denn dann auch nötig, dass diese Strategie bei den Mitarbeitern ankommt und die auch dann auch mit Begeisterung umsetzen. Ist sozusagen das die Umsetzung oder die Operationalisierung der ECX-Ideen in der Organisation das große Problem, wo es im Moment noch hakt? Ja, in der Tat, da gibt es sicherlich noch sehr viel Luft nach oben bei vielen Unternehmen, weil eine Kundenzentrierungsstrategie ist erstmal für viele sehr, sehr abstrakt. Da gibt es auch Ängste und Vorbehalte. Das fängt an dabei, dass man das Gefühl hat, da kommt noch mehr Arbeit auf mich zu oder ich werde jetzt noch transparenter in meiner eigenen Leistung. Und insofern kann man nicht davon ausgehen, dass man da überall auch offene Türen einrennt. Und gerade was eben die Kommunikation der Strategie wirklich auch an die Basis anbetrifft, was bedeutet das für den Einzelnen, welche Vorteile hat auch der Mitarbeiter und das eben auch nicht nur zu Beginn, sondern auch, wenn ich dann auch mit CX schon unterwegs bin, das ist ein Feld, da gibt es definitiv noch sehr viel Nachholbedarf. Wo spielt da das Thema rein, einen besseren Erkenntnisstand über die Kundenerfahrung und das Kundenfeedback zu haben? Ja, das ist eine super Frage. Ich denke, am Ende des Tages hängt das davon ab, wie erfolgreich bin ich dann eben auch in der Umsetzung des Feedbacks. Das sehen wir immer wieder, wenn wir einen Piloten starten, dass am Ende nichts mehr dann auch begeistert, wenn man eben sieht, das Ganze führt auch zu einer Verbesserung. Also insofern, Erfolgsgeschichten machen es immer leichter, dass man eben auch die Mitarbeiter überzeugen kann. Das bringt etwas, da lohnt sich eben auch der Einsatz. Und ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, auch ja, selbst auch mehr Anerkennung zu bekommen oder auch in meiner eigenen Rolle zu wachsen. Prima. Vielen Dank fürs Gespräch.